Lieben, heute habe ich ein etwas anderes Video für euch, was aber trotzdem ganz gut in die Our Little Secrets-Reihe reinpasst. Und zwar geht es heute um Dinge, die wir Mädchen machen, es aber nicht zugeben. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Die kennt ihr sicherlich, die Dinge. Ich hoffe zumindest. Aber wir legen einfach mal los. Der Moment, wenn man morgens im Bett liegt, der Wecker schon einmal geklingelt hat und sich die Frage stellt, heute müsste ich eigentlich meine Haare waschen. Ich habe sie vorgestern im Zimmer gewaschen. Stehe ich jetzt auf, wasche meine Haare oder klatsche ich mir lieber 10 Kilogramm Trockenshampoo in die fettigen Haare, mache mir einen Zopf und schlafe noch etwas länger. Trockenshampoo. Trockenshampoo, beste Erfindung. Falls ihr irgendwann schon mal in der Toilettenschlange ein Mädchen vor euch gesehen habt, das so die Hand gehalten hat, dann könnt ihr euch sicher sein, in dieser Hand verbirgt sich ein Tampon. Auch wenn es wirklich kein Geheimnis mehr ist, dass Mädchen einmal im Monat die bestimmte Zeit haben, läuft kein Mädchen mit dem Tampon in offener Hand aufs Klo. Warum machen wir das? Das ist eine gute Frage. Es ist einfach ein unangenehmes Gefühl, mit dem Tampon so zur Toilette zu marschieren. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber es ist so. Ja. Und dann ist da noch das Problem mit den Leggings. Leggings sind ja erstmal wirklich eins der geilsten Kleidungsstücke. Nicht, weil sie so wunderschön aussehen oder weil wir wollen, dass die Jungs unseren Körper ansehen und der eng umschmeichelt ist. Nein, einfach nur, weil sie richtig schön bequem sind. Leggings sind die Jogginghosen von Jungs. Hallo? Aber dann gibt es da immer noch das Problem Camel Toe und ja, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es dafür einen Begriff gibt, aber das gleiche wie Camel Toe, nur hinten. Ja, wisst ihr Bescheid, oder? Ja, das kann man ganz gut verhindern, indem man sich zwischendurch einfach immer so ein bisschen rumzupft. Aber natürlich soll das keiner mitkriegen. Deswegen tun wir einfach so, als hätte uns irgendwas gejuckt. Oder ganz kurz, wir gucken uns um. Wenn ihr schon mal in einen Jungen verliebt wart oder einfach nur einen Schwarm hattet und gehört habt, dass er auf ein ganz bestimmtes anderes Mädchen steht, dann führt natürlich der erste Weg direkt zum Laptop, direkt zu Facebook. Man stalkt das andere Mädchen, guckt sich alle Fotos von ihr an. Damit meine ich wirklich alle. Man sucht wirklich so lange, bis man auch das klitzekleinste Foto entdeckt hat, worauf sie scheiße aussehen könnte. Dann ist es nämlich eine Art Genugtuung. Man weiß, dass auch dieses Mädchen irgendwo scheiße aussieht. Und das Erste, was man zu seinen Freundinnen über das Mädchen sagt, ist natürlich die sieht doch gar nicht so gut aus. Was hat der denn? Die hat doch voll die komische Nase. Obwohl sie die süßeste Stupsnase der Welt hat. Und wenn unser Outfit in der Schule wirklich mal das süßeste Outfit war, was wir je getragen haben, ist es doch trotzdem das geilste Gefühl, nach Hause zu kommen und sich direkt in seine hässlichsten Gammelklamotten zu werfen. Jogginghose, Schlabberpulli, komische Socken. Da fühlt man sich einfach am wohlsten. Und wenn wir mal wieder unter abgesplitterten Nägeln leiden, dann begutachten wir unsere Nägel und dann stellt sich die Frage, lohnt sich die Arbeit und die Mühe, den Nagellackentferner herauszuholen und sich die Nägel abzulackieren? Oder lackieren wir einfach nochmal mit demselben Nagellack das dritte Mal drüber? Ja. Die nächste Sache kennen wahrscheinlich eher Mädchen, die kleinere Brüste haben. Und zwar ist es ja ein No-Go, den BH zu eng zu stellen. Denn dann werden die Brüste ja total eingequetscht und das ist ja gar nicht gut. Aber haben wir das nicht auch schon mal mit Absicht gemacht, damit die Brüste einfach ein bisschen mehr zusammengepusht werden, nach oben gepusht werden, was weiß ich, wohin gepusht werden, irgendwo hingepusht werden. Ja, also manchmal kann ein zu enger BH von Vorteil sein. Und wenn man von den Eltern oder von sonst irgendwem im Winter gefragt wird, ob man nicht einfach mal gerne spontan mit Schwimmen kommen möchte, dann geht das natürlich nicht. Was denken die sich eigentlich? Wir müssen doch erstmal die 1 bis 2 Wochen lang gewachsenen Haare an den Beinen, unter den Achseln und in anderen Bereichen entfernen. Also spontanes Schwimmen im Winter und im Herbst wohl auch schon, nee, das geht einfach nicht. Wenn man mal wieder bei Langeweile auf Tumblr oder auch WeHardIt rumsurft und dann diese ganzen Fotos sieht von Mädchen, wie sie in ihren kurzen Hotpants, aber kuscheligen Wollpullovern
vorm Kamin liegen, dann denkt man sich, das mache ich auch. Hat man das dann selbst angezogen, merkt man, dass erstens der Pullover unheimlich kratzt, zweitens es viel zu kalt ist in einer Hotpants im Winter oder in einer Boxershorts und drittens man aufgrund der kurzen Hose die ganze Zeit auf die nicht rasierten Beine aufmerksam gemacht wird, was den Anblick und das Wohlfühlgefühl nicht gerade steigert. Und wenn wir mal gerade keinen Spiegel zur Hand haben, aber wissen wollen, wie unsere Haare liegen, ist es nicht das Einfachste, sein Handy rauszuholen und die Kamera als Spiegel zu benutzen? Natürlich muss man darauf achten, dass es keiner mitkriegt. Deswegen kann das Ganze dann auch, so aussehen. Ganz unauffällig. So, dass man am besten noch mit dem Daumen irgendwie rumscrollt, damit es so aussieht, als würde man irgendwas am Handy machen. Aber im Endeffekt, ja, guckt man nur sein Gesicht an. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr freuen. Oder aber auch, vielleicht wollt ihr noch ein weiteres Video von dieser Art sehen. Dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Und hier oben verlinke ich euch einmal mein letztes Video. Alle Links sind auch nochmal unten in der Infobox. Ich habe euch lieb und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, wir sind jetzt alle hier immer noch unter uns. Und es haben keine Typen zugeguckt, weil das ist ja nichts für Typen, ne? Das sind ja heimliche Dinge. Okay, also, habt euch lieb. Tschüss!